Deutschrap, so präsent wie er jetzt ist, so viel Verantwortung hat er. Ich bin Lance Butters, ich komme vom Bodensee und bin Künstler/Musiker. Ich habe eine große Zeit meines Lebens, über 20 Jahre in Friedrichshafen verbracht, Umgebung, und würde die Gegend hier beschreiben als sehr konservativ, sehr spießig, irgendwie jeder hat so ein bisschen Angst, dass der einem was wegnimmt. Und es ist sehr wichtig, dass der Nachbar ein gutes Bild von dir hat und alles. Und das ist natürlich toll, wenn du ein junger Kerl bist so, und dann hast du schon ein Auto und du hast auch jetzt eine Frau. Und dann jetzt hast du noch einen Hund gekauft. Ach guck mal, das erste Kind ist auch schon auf dem Weg. Go! Ich verurteile das nicht. Ich sag nur, für mich ist das geht überhaupt nicht. Und dann bin ich weggezogen. So, nicht weit nach Ulm. Und dadurch habe ich dann eh ganz andere Eindrücke, einen ganz anderen Alltag gehabt. Ich habe immer gesagt, so, dass ich keine schlimme Kindheit hatte, weil das habe ich einfach nicht als, man muss es sagen, so einfach als Deutscher in einem konservativen Ort zu leben, irgendwo auf einem Dorf, da ist es nicht schwer. Wahrscheinlich war ich krass unterfordert hier. Schulisch gelangweilt, Freizeit gelangweilt, aber es war nicht schwer schwer. Außer klar, meine Eltern haben sich getrennt, als ich 9 war, 10 Jahre. So, ne, wie ich so schön sage, so, wenn Eltern sich trennen durch zu wenig Gefühle, wie fühle ich dann später eine gesunde Beziehung? Ich merke das jetzt in den letzten 5, 6, 7 Jahren. Wieso hast du hier unten zum Beispiel dein Herz ausgeschlossen? Wieso hast du das zugemacht und bist nur noch rational am Denken und nicht mehr mit dem Herzen, weil du merkst, darauf ist kein Verlass. Und diese Sachen, die formen dann ein, das merkst du gar nicht. Rap war für mich schon immer das, was mich am meisten geprägt hat, was mir am meisten das Gefühl gegeben hat, dass ich nicht alleine bin mit den Gedanken, die ich in meinem Kopf habe. Und ich glaube auch, dass da irgendwann die Idee kam, selber Mucke zu machen. Ich war für die Leute immer jemand, der einfach nur, ja, Girls Kush Cash, der rappt nur über Frauen und der rappt nur über Drogen und so. Ich habe überall immer eine wahre Sprache gesprochen. Ich kann nur erzählen, was es mit einem Menschen macht, dessen Eltern sich trennen, dessen Vater stirbt, dessen Jugend so und so aussah, in der und der Ortschaft groß geworden. Und viele können damit was anfangen, weil sie sich verstanden fühlen, weil es einfach sehr viel Trauer in den deutschen Kids gibt. Ich hasse die Musikindustrie, weil es geht einfach nicht um Musik. Es geht um Image, es geht um Hits, es geht um Klickzahlen. Was ein ganz großes Problem ist, Inhalt. Das heißt, die größten Leute, nur Liebe für die, die sollen alle ihr Geld machen, das ist alles okay. Aber ich finde, wenn die größten Leute heutzutage nur noch über Waffen und Drogen und Geld und Gucci und Prada und Designermarken erzählen, wem ist damit geholfen, dass kleine Kinder mit 12 rumlaufen und jetzt schon Existenzprobleme haben, weil sie wissen, dass sie sich den Ferrari nie leisten können, die ihr großer Star hat. Ich glaube, das ist einfach krass materialistisch. Und dabei ist es immer noch Deutschland. So reich sind nicht alle. Wer bin ich? Ich bin nicht der Conscious Rapper, der die ganze Zeit die besten Themen anspricht und alles, das weiß ich. Ich will niemandem reinreden, seine Kunst zu machen. Wenn er sagt, meine Kunst ist Gangster-Rap, dann ist deine Kunst Gangster-Rap. Aber du kannst halt einfach nicht die großen Parolen schwingen und einfach die ganze Zeit alles verherrlichen, was illegal ist. Du bist einfach ein fucking Sprachrohr. Da kannst du Deutsche nehmen, da kannst du aus... Egal was, nimm im Deutschrap jeden. Die Message ist, ihr habt nicht dran geglaubt, ich hatte gar nichts und jetzt habe ich alles. Und jetzt fängst du an zu sagen, Leute... Das ist eine Rowley, die hat 20.000 gekostet. Aber irgendeine Haltung muss ich doch hören, jetzt wo alle auf dich gucken. Also nimm doch die Medien und nimm deine Kunst und nicht zu sagen, wir hatten nichts. Das weiß ich. Erzähl mir, was bedeutet, nichts zu haben. Ich hoffe, euch hat meine Germania-Folge gefallen. Abonniert den Kanal oder schaut euch eine weitere Folge Germania an oder checkt die Weiterempfehlungen.